Hi meine Lieben, das ist voll spontan und willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Das ist ganz spontan, dass ich heute doch die Kamera mitnehme. Ich habe aber total Lust bekommen. Wir haben 2:30 schon. Das ist ja eigentlich gar nicht meins. Ich bin auch überhaupt nicht so wirklich fertig gemacht. Meine Mama war heute den ganzen Tag da. Wir haben den Vormittag zusammen verbracht. Ich fummel immer meiner Kette, ne? Und der Anhänger ist gerade auch weg. Und sie ist jetzt gerade gefahren. Ist immer so schön, wenn meine Mama da ist. Da unten läuft der Nachbar lang. Und wenn der mich hier so mit der Kamera sieht, ist auch ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall war meine Mama da und hat sich um Feeling gekümmert, weil ich bin in Action gefahren. Leute, das war so cool. Diesmal, liebe Isabel, ich denke an dich, habe ich total schöne Sachen im Action gefunden. Leute, richtig, richtig gut. Und da Feeling gerade schläft, zeige ich die euch jetzt gerade mal, weil ich einfach so verliebt bin. Also fangen wir einmal an. Ich habe mich so verguckt. Und zwar sind das so kleine Deko-Sachen. Das hat mich so an meine Kindheit erinnert. Kleine Tannen und Bäume und hier, guck mal, so ein kleines Kind mit einem Schneeball. Ein älteres Paar. Das andere ist dann das hier geworden. Auch wieder Tannen und dann halt einfach der Schneemann. Und eine schöne Straßenlaterne. Ja, und ich werde das schön dekorieren in der Wohnung und dann euch zeigen. Es geht jetzt aber noch weiter mit meinem Einkauf. Das ist ja immer richtig cool, sowas bei Action zu finden. Für uns Autofreaks sowieso. Das ist so ein Cupholder-Organisator. Da kann man Sachen reintun. Da sind zwei USB-Sticks. Also USB-Slots zum Aufladen vom Handy zum Beispiel. Da habe ich zwei von mitgenommen. Richtig gut. Und jetzt die Weihnachtsdeko. Da ich ja dieses Jahr in Pastellfarben den Baum schmücken werde, kaufe ich halt immer überall Kugeln, die ich passend finde. Und die habe ich jetzt im Action gefunden. Also finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ist natürlich Plastik, ist nichts Hochwertiges. Und hier habe ich auch wieder zwei von mitgenommen. Da habe ich schon zwei. Aber es passt einfach so gut und sieht so schön aus. Damit wird der Baum behangen und ich bin wirklich gespannt, weil bis jetzt jedes Jahr unser Baum wirklich, seitdem wir selber schmücken, goldrot war. Und diesmal halt nicht. Ja, diese beiden durften auch mit. Ich denke, sowas mag Dennis immer ganz gerne. Twister-Mix einmal mit Salz und Paprika. Ich habe mich für einen neuen Messbecher entschieden. Der sieht auch total hochwertig aus. Haltet mich für verrückt, aber ich finde den irgendwie schön. Kleine Funny Cups, die finde ich so cool. Irgendwie zum Kaffee oder wenn man mal Gäste hat, kann man die ganz süß hinstellen. Richtig süß. Und ich habe heute Morgen noch in meiner Insta-Story erzählt, dass Feline jetzt nichts vom Nikolaus bekommt, weil ich das mit 4 Monaten noch nicht für nötig halte. Also ich finde es schön, wenn das andere Mamis für ihre Babys machen, aber bei mir war es jetzt nicht so. Da die Omi heute aber da war, gab es natürlich was vom Nikolaus und das fand ich so süß. Also sie hat erstmal einen Strumpf bekommen und dann hat sie von der Oma eine Mütze und die ist so süß, wenn sie die aufhat, Leute. Ich schmilze. Und dazu passende Schuhe. Und das Gute ist, die haben hier oben so ein Gummi. Das heißt, die sitzen richtig gut am Fuß. Ich glaube, meine Mama hat das von Family. Ja, von Ernstings Family. Und an die Mama und an den Papa hat sie auch gedacht. Ich liebe meine Mama, ne? Und da hat sie gesagt, falls die Nächte mal wieder zu kurz kommen, Weihnachtszapfen mit Milchcreme, das sind so Eier, die man so auslöffeln kann. Ich habe die beste Mama der ganzen Welt. So, und Feline schläft jetzt. Ich werde mal jetzt die Sachen wegpacken und so ein bisschen aufräumen. Meine Mama war ganz stolz, dass sie Feline weggelegt hat. Also das hat sie auch noch nie gemacht, sonst war sie immer wach, aber sie hat gemerkt, sie wird müde. Sie hat heute auch 4 Löffel Brei gegessen. Ja, genau. 4 Löffel Brei hat sie auch super weggemampft. Meine Mama hat das erste Mal sie gefüttert und meine Mama ist ja Mama von 3 Kindern und weiß, und sie fand es sehr, sehr gut. Übrigens wird gerade Feline wach. Oh, wo ist meine Prinzessin? Hallo, mein Schatz. Gehalten. Sie hat also super gut gegessen, hat aber ein bisschen wenig heute Mittag geschlafen. Deswegen hat meine Mama sie jetzt nochmal weggelegt. Jetzt ist sie ganz verkuschelt. Ein super süßes Outfit heute an. Mein großes Mädchen. Und wie ihr seht, die Haare sind immer noch nicht da. So, und während ich jetzt hier ein bisschen klar Schiff mache, ist Feline in ihrer Wippe. Die werde ich aber jetzt auf den Boden stellen. Die werde ich jetzt hier nicht so stehen lassen, weil man weiß ja nie, ne, mein Schatz. Nachher robbst du dich da raus und dann haben wir den Salat, ne? Schaut mal, meine Lieben, was heute angekommen ist. Meine Bestellung von Z-Stoff Baby. Wunderschön, oder?
Das ist eine Kooperation mit Isabeau, dieses Design, habe ich auf der Internetseite gesehen. Und ich musste sie unbedingt haben, mit dem Heißluftballon und mit dem Namen natürlich. Das ist jetzt die Kuscheldecke, das ist so Teddyfleece. Leute, das ist der absolute Hammer, die sind so weich. Wir haben diese Decken, also wir haben die Decke auf dem Sofa und die ist so warm. Die reicht vollkommen im Winter zum Kuscheln auf der Couch, ich kann euch die nur empfehlen. Wir haben von denen auch noch eine Krabbeldecke, ich zeige die euch mal. Und zwar die hier, so sieht die aus. Ich habe, also ihr könnt euch da ja verschiedene Designs aussuchen. Ihr könnt die besticken lassen, wie ihr möchtet. Ich habe mich jetzt für das Design entschieden. Wunderschön. Die Verarbeitung ist ganz toll und das ist jetzt so ein richtiger dicker Fließstoff, damit eure Babys einfach auf dem Boden liegen können, krabbeln können, spielen können. Sie haben tatsächlich jetzt auch, haben sie mir beigelegt, wusste ich gar nicht, finde ich auch eine tolle Aktion von denen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr bei denen auf der Seite auch Gutscheine erstellen. Finde ich richtig süß. Könnt einfach mal auf der Homepage schauen. Es ist eine mega Idee. Also die machen auch Tierdecken. Ganz, ganz süß. Wenn ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk oder irgendwas in der Art sucht oder wenn ihr noch ein schönes Geschenk sucht, schaut gerne mal vorbei. Ich setze euch alle Links unten in die Infobox. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Schaut mal, wie ich die dekoriert habe. Das ist doch eigentlich ganz süß, oder? Ich zoome euch mal so ein bisschen raus. Das steht jetzt also direkt neben dem Fernsehen. Das Kabel müsst ihr euch jetzt hier wegdenken. Das ist noch von heute Nacht. Aber das, ich finde das, also Leute, jetzt mal ernsthaft, das ist doch so süß, oder? Und die anderen, die habe ich so ein bisschen auf die Fensterbank gestellt. Ich weiß nicht, ich mag das, das erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Ja, ich muss übrigens unbedingt die Küche sauber machen. Und da werde ich Philly mitnehmen, die werde ich wahrscheinlich in ihren Nomi-Hochstuhl setzen, ne? Ja, jetzt, wo sie so viel sehen kann und auch Lust hat, was zu sehen, kann man das super machen. Ich möchte übrigens euch mal was ganz, ganz Besonderes zeigen. Das ist hier drin. Das hat mir meine Mama heute mitgebracht. Ich muss sagen, mir kommen auch fast die Tränen, wenn ich das sehe. Und zwar ist das ein Taufkleid. Das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Taufkleid. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Es hat hier wunderschöne Rüschenärmel. Ist ganz, ganz, ganz lang. So mit verschiedenen Lagen. Und hat halt zwei verschiedene Farben an Bändern. Junge oder Mädchen. Und noch so ein schönes gestricktes Hals. Tuch, sage ich mal. Ja, und dieses Taufkleid ist sage und schreibe über 50 Jahre alt. Das ist ein Taufkleid von meiner Familie, also von der Familie von meinem Stiefpapa aus Dänemark. Dort werden seit über 50 Jahren die Kinder drin getauft und sie haben halt gefragt, ob wir da gerne Feline drin taufen lassen würden und haben uns das zukommen lassen. Also meine Mama hat mir das jetzt gerade mitgebracht und es ist eine riesen Ehre für mich, dass dieses Taufkleid, was in 50 Jahren so viele Kinder getauft hat, quasi oder mit durch die Taufe ging, ihr hört, Philine freut sich auch, finde ich eine ganz, ganz große Ehre. Und damit ist die große Frage mal geklärt, ob wir Philine taufen lassen. Na klar lassen wir sie taufen. Was heißt na klar? Also ja, wir möchten sie taufen lassen im nächsten Jahr. Ganz entspannt, wir wollen jetzt erstmal das Jahr zu Ende bringen. Es ist so viel passiert dieses Jahr und ja, da gehen wir dann in Ruhe die Taufe an und ich freue mich, das mit diesem besonderen Kleid zu machen und ich bin gespannt, was Dennis sagt. Und ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Meine Mama hat nämlich gekocht. Meine Mama bringt immer was zu essen mit, weil sie das übrigens gerne macht. Boah, Leute, das sieht so lecker aus. Das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. So, ich habe jetzt gegessen. Lecker. Oh, es war unglaublich gut. Ich wünsche euch natürlich übrigens einen schönen Nikolaus und Philine auch. Heute ist ja Nikolaus. Ich entspanne jetzt mal eine Runde und mache mir mal so ein paar Gedanken, was ich für Weihnachtsgeschenke besorgen kann. Sie guckt die Kamera ganz entspannt an. Dann mache ich mir mal so ein paar Gedanken und dann werde ich mit Philine wieder ein bisschen gleich spielen auf dem Boden, ein bisschen auf dem Bauch und so. Seitdem, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, oder? Leute, der erste Advent war der Knallertag schlechthin. Philine haben wir auf den Bauch gelegt und auf einmal fing sie an, sich nach vorne zu robben. Unglaublich. Die erste Reaktion von mir, ich kann euch das Video, wenn ich es finde, mal einblenden, so, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja, Arbeiterin bist du. Oh mein Gott, Baby! Oh mein Gott, ich könnte heulen. Und das macht sie jetzt tatsächlich immer, wenn wir sie auf den Bauch legen. Unglaublich. Ich glaube wirklich, dieses Kissen von Fisher-Price, ja?
Wo mir übrigens ganz viele Nachrichten geschrieben wurden, dass sie das auch haben und grandios finden, hat so viel bei Feline bewirkt, dass sie sich motorisch einfach viel besser auf dem Bauch bewegen kann. Wirklich, es ist unglaublich geil. Ich verlinke es gerne nochmal unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, und dann werden wir ein bisschen kuscheln auf der Krabbeldecke, ein bisschen spielen und einfach es genießen. So wirkt sie irgendwie doch ganz klein, mein kleines Mäuschen. Ein Engelchen? So, jetzt sitzt Feline da auf ihrem süßen kleinen Trainer, nenne ich den mal. Und ich lasse sie auch immer die Zeit, so viel wie sie braucht, um ja, nach oben zu gucken, nach links, nach rechts. Manchmal spielt sie hiermit auch. Das ist natürlich auch super zum Greifen lernen. Und dann wird das in den Mund gesteckt. Hier ist ein Spiel, da wird sich gefreut. Die Decke knistert. Und ja, mein Baby, ne? Macht super Fortschritte. Und ich glaube, als Mama sitzt man öfter auf dem Boden als sonst irgendwo. Also ich habe vorher noch nie auf dem Boden gesessen, warum auch. Aber seitdem ich Mama bin und das Baby immer älter wird, sitzt man immer mehr auf dem Boden. Und ich glaube, es spielt sich auch in der nächsten Zeit sehr viel auf dem Boden ab. Aber hey, das ist super. So, ich habe Feline jetzt den Holzspielebogen hier hingeholt. Das ist das Gute, der ist ja total mobil. Und sitzt jetzt mit auf dem Boden. Das Geile ist an diesen Krabbeldecken, die sind so dick. Und man kann da ohne Probleme drauf sitzen und man wird nicht kalt oder es wird nicht kalt irgendwie. Da spielt meine kleine Maus. Also es kommt immer drauf an, auf dem Tag, ob sie den toll findet oder nicht. Heute anscheinend wieder ganz toll. Ich glaube, sie hatte doch nicht so großen Hunger. Naja, ist ja nicht schlimm. Sie ist gerade kuschelbedürftig. Hat ein bisschen, hat sie was getrunken, aber nicht viel. Und jetzt kuscheln wir gerade so ein bisschen. Ich liebe das immer nach dem Essen. Ist sie so ganz entspannt und ganz ruhig. Es ist einfach nur schön. So, wir sind jetzt am Wickeltisch. Ich werde Feline jetzt wickeln. Und da passt das ganz gut mal. Wir sind jetzt bei Tag 4 vom Brei. Und sie hat heute 4 Löffelchen gegessen, ohne Probleme. Und ja, meine Mama hat sie gefüttert, auch am Ende. Sie war ganz stolz. Und also sie hat bis jetzt keine Probleme von der Verdauung her oder vom Stuhlgang oder Bauchweh oder so. Sie hat davon auch noch nicht gespuckt. Das heißt, es ist auch alles immer drin geblieben. Ich bin gespannt. So eine gute Woche warte ich natürlich mal ab, um da so ein Endresümee zu ziehen. Dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ja, wir sind jetzt bei Tag 4 und das ist klappt wunderbar. So, Feline, welche Stoffe nehmen wir denn heute? Nehmen wir die. Die ist schön. Und fertig, frisch gewickelt. Jetzt ist alles wieder gut, ne Maus? So, Feline liegt jetzt hier auf ihrem Nomi-Stuhl. Bekommt jetzt noch eine Decke über die Füße gelegt. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Hier ist soweit alles sauber. Ich habe übrigens schon die neue Kaffeedose benutzt, schon umgefüllt, die ich von Action habe. Das sieht echt schön aus, oder? Weil wir halt 3 verschiedene Kaffeesorten haben. Dunkin' Donuts alles. Hier ist Dunkin' Donut Haselnuss. Hier ist normal und hier ist Dark Roasted. Maus ist immer noch hier am Spielen und guckt mir fleißig zu. Ja, super, Engelchen. Upsi. So, wir haben es jetzt kurz nach 4. Ich muss ja heute Gott sei Dank nicht kochen und werde jetzt so den Abend ausklingen lassen mit Feline. Ich weiß nicht, ob ich sie nochmal hinlege. Sie reibt sich die ganze Zeit die Augen und ist extrem müde und wird auch so ein bisschen nöckelig. Mal gucken, vielleicht schläft sie noch so eine halbe Stunde oder so. Der Papa wird auch so ungefähr in einer Stunde kommen, da freue ich mich schon drauf. Und dann kann er auch lecker erstmal essen, weil das Essen heute, das war wieder so grandios. Meine Mama kann echt gut kochen. Aber ganz ehrlich, welche Mamas können nicht gut kochen, oder? Schaut mal, das hatte ich jetzt auch noch aufgestellt gerade. Das war noch im Keller. Sieht eigentlich ganz schön aus mit diesen LED-Leuchten. Ist mit Batterie und steht jetzt so am Küchenfenster. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Feline schläft jetzt und hier sieht es eigentlich auch ganz okay aus. Ich habe mein kleines Licht schon angemacht. Da hinten die Lampe mache ich jetzt auch noch an. Ich habe seit gestern wieder so Schmerzen. Mein Ischiasnerv ist, glaube ich, wieder eingeklemmt. Da hatte ich ja vor der Schwangerschaft auch immer mal wieder Probleme mit. In der Schwangerschaft ja sowieso extrem.
Und jetzt tut es auch wieder weh auf der linken Seite. Ich hoffe, das wird in den nächsten Tagen wieder besser. Ich habe das so zweimal im Jahr, da ist er so böse eingeklemmt und das vergeht meistens eigentlich wieder alleine. Aber ich musste auch schon zum Arzt mich einrenken lassen. Mit meinem kleinen Winterdorf. Schön. Ja, meine Lieben, und ich würde sagen, ich verabschiede mich aus dem Vlog. Ich muss gerade mein Handy nehmen, weil meine Kamera hat wirklich den Geist aufgegeben. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns wie immer gerne Feedback da. Ihr wisst, wir lieben euch. Also passt auf euch auf, weil wir tun es auch. Und ich freue mich, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Bis dahin. Bye.